Hallöchen und willkommen bei Minecraft Chunk. Ihr seht schon, ihr habt einen zweiten Teil Mine gewotet. Juhu! Und jetzt haben wir hier frei, also es ist da. Da dürfen wir dann frei weiterbauen, wie wir lustig sind. Wir haben immer noch die Tiere und wir haben jetzt eine Ruine. Im Community-Tab voten und liken und abonnieren. Aber wir schauen jetzt, was hier bei der 6 ist. Also, oh, da. Da, guck mal. Aha. Wahrscheinlich eine Mine. Also, ist ein Minenschank, würde ich sagen. Warte. Hä? Wo kommt das Huhn denn her? Schön, bleib sitzen. Alles cool. Alles easy. Warte. Bap. Schade. Okay, ich würde sagen, wird eh gleich dunkel. Solange es noch hell ist, ackern wir nochmal hier draußen was. Und wenn es dann dunkel ist, gehen wir in die Mine, weil wir müssen sowieso in die Mine. Oh, schnell nochmal hier Boote hinstellen. Für den Fall, dass noch ein Huhn kommt oder so. Ich weiß nicht. So, Fackeln, Fackel, Fackel, Fackel. Ich habe gar keine Fackeln mehr. Okay. Aber Kohle habe ich noch. Na gut, dann gucken wir mal, was hier los ist. Hallo. Hallo. Aha. Eine Schiene. Und das hier ist wahrscheinlich so eher so Aufzug, ne? Da kann man Sachen draufladen, wird hochgezogen, kann man abladen, irgendwie so. Gucken wir mal, was hier unten auf... Uhä. Toll. Da komme ich ja... Okay, ich komme wieder hoch. Gut. Schiene. Pilze. Pilze, auch gut. Auch gut. Eine Lore. Gefahr. Mhm. Was ist denn da? Ah, da rennt schon ein Skelett rum. Und da geht es ganz schön weit runter. Tja, ohne Rüstung, ohne alles natürlich geil, ne? Aber hier ist auch kein Eisen. Sieht so aus, als hätte man die Mine schon mal leer geräumt. Unfair. Okay, warte. Hallo. So. Danke. Hier auch nichts. Guck mal, hier ist so ein Rondell, ne? Ist so, also so, hier geht man einmal rum, kann man überall reinbuddeln quasi. Okay. Und weiter unten. Oh, das ist ab. Guck mal. Das ist, da fehlt ein bisschen Holz. Schnubidu. Irgendwie cool, ne? Aber Eisen. Und hier? Okay. Ja, stimmt. Hier ist ja mein Minenschank daneben. Ich hätte von der anderen Seite reinlaufen können. Stimmt. Wir haben das hier schon. Ja. Okay. Erstmal Eisen. So. Eisen. Jetzt muss ich wieder die Schankgrenzen anmachen. Kann man hier. Das dahinter noch. Oh, das heißt, das darf ich auch noch nehmen. Und das. Oh Gott, das auch noch. Und das auch noch. Und das noch. Und das noch. Oh, himmlisch. Das ist... Oh, himmlisch. Wirklich himmlisch. Oh, geil. Jetzt habe ich... 6, 7 Eisen. Mega nice. Direkt in den Ofen damit. Was wir aber noch... Was noch ansteht für heute ist... Wir müssen den Turm ein bisschen schöner machen. Ja, wenn wir jetzt einen Wassereimer haben, müssen wir natürlich das Weizenfeld soweit erstmal fertig machen. Wir müssen überlegen, was wir hiermit machen. Also... Egal, und einfach auch runterkloppen wie den Chunk hier oder nicht. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Schreibt mal in die Kommentare. Sollen wir den Chunk hier auch einfach so platt machen? Und spinnen. Spinne, 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 spinne. Oh, 3 Stück. Komm, komm. Ja. Ihh, wie die den Hintern hochmacht. Ihh. Okay, ein Faden. Warte. Spinne, spinne. Ja. Guck mal, ihh. Oh, noch 2 Fäden. Spinne, 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 Spinne. Wo ist sie jetzt hin? Mann! Aber wir können immer eine Angel machen. Das ist schon mal ein Anfang. Ich gucke direkt rum, ob ich noch ein paar Spinnen finde. Ah, hier wäre die Ruine, ne? Okay. Oh, Creeper. Nein. Danke. So. Noch ein Ei. Blub. Och, Mann. Hallo. Erschreck mich doch nicht so. Was ist denn hier los? Sag mal, letzte Nacht gar nichts? Heute... Ich verstehe es nicht.
Sind hier noch mehr? Hallo? Ja klar, kommt noch ein Zombie. Guck mal. Hallo? Da hinten ist ein Skelett. So, danke. Und hier ist auch noch irgendwo einer. Da, guck mal, der klettert gerade hoch. Hallo? Hallo? Na? Alles gut? Bam. Hm. Okay. Wir könnten jetzt natürlich die Fäden sammeln für Wolle, aber nee. Nee, weißt du, wie lange das dauert, bis ich hier alles zusammen habe für ein Bett? Wir machen erstmal ein Eimer. Juhu! Und dann eine Spitzhacke und dann gehen wir auf die Suche nach Diamanten. Oder noch mehr Eisen oder was weiß ich denn. Oh, hier ist ja noch ein Ei in der Kiste. Warte, warte, warte. Mann, ich will doch ein Hühnchen, was ich direkt da reinschubsen kann. Die Hühner machen es einem auch nicht leicht, ne? Einmal Wasser mitnehmen. Und dann gucken wir jetzt, dass wir da hinten das Feld mal hier hinkriegen. Ich muss natürlich erstmal eh schauen, wie das Wasser so fließt, bevor ich irgendwas mache. Das heißt, wir packen es einfach mal dahin. So. Gucken wir mal, was passiert. Okay, wir brauchen also zwei Felder. Das heißt, hier müsste auch nochmal hin. Richtig sehe. Okay, das war zu schnell, glaube ich, ne? Ja, nochmal, nochmal. Ja, mega gut. Mega gut. Wird genau an den Rand gespült. Das, was es soll. Hallo, Kollege. Hallo? Okay. Ja gut, das, wo der jetzt herkam, ist mir auch ein Rätsel, aber ich habe eine Idee. Ich hab verschiedene Ideen, so. Als allererstes müssen wir das hier natürlich befeuchten. Das machen wir ganz einfach, indem wir hier Wasser machen, Wasser holen, Wasser machen, Wasser holen, Wasser machen, Wasser holen, Wasser machen. Okay, jetzt haben wir eine unendliche Wasserquelle, jetzt egal. Und dann würde ich tatsächlich, glaube ich, pass auf, so machen. Und so. Und dann würde ich hier Wasser reintun. Geht das? Das läuft aber nicht aus, wenn ich so mache, ne? Warte mal. Dann will ich gerade andersrum probieren. Dann läuft es auch nicht aus. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ah, warte. Wie? Das ist doch eigentlich voll easy. Ich bin ja auch doof. So, wir machen einfach so. Zack. Und von außen so. Können wir hier das ganze waterloggen und yep, super. Super, funktioniert. Das ist schon mal gut. Dasselbe machen wir jetzt hier drüben auch nochmal. Ein Ei, ein Ei, ein Ei. Da ist ein Ei. Leute, da ist ein Ei. Ich komme nicht dran. Da, da, da. Na egal. Legt ja weiter Eier. Wir kriegen schon noch Hühner zusammen. So, dann haben wir unser Wasser doch. Jetzt können wir nochmal Wasser nehmen, hier wieder zumachen. Und dann müssen wir da drüben nochmal Wasser machen, ne? Sonst wird das ganze Feld nicht bewässert. Also hier irgendwo. Ja. Hier, warte. Da. Wasser. Super. Und hier unten müssen wir auch nochmal bewässern. Jetzt habe ich das hier schon weggemacht. Oh, nö. Und zuletzt müssen wir hier noch so eine Reihe Falltüren machen, ne? Damit man nicht runterfallen kann. Also, damit das Essen nicht weggespült wird, aber man auch nicht runterfällt, ne? Natürlich ist das Essen wichtiger. Wenn er runterfällt, selber schuld. Der Gehweg. Gehweg, 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 ja. Wir brauchen Treppen oder Stufen, war ja klar. Ich hol mal Stufen. Das ist doch wunderbar. Gehweg, 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 ja, ja, ja. So, jetzt regnet es auch noch, als wollte uns die Welt sagen. Ein letztes Mal, du hast es geschafft. Voll gut. Weil guck mal, jetzt können wir wirklich, wirklich alles anpflanzen. So, hier, zack, 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 zack. Voll gut. Voll gut. Alles ist bewässert, alles ist tutti. Alles wird voll weggespült, wenn wir es brauchen. Irgendwie liebe ich dieses entschleunigte Minecraft-Spielen so. Aber wir können hier gar nicht hetzen, wir können hier nicht... Also so, sofort voll Diamant, Drache, Elytra, was weiß ich nicht. Wir sind hier voll gemütlich in unserer kleinen, regulierten Welt und basteln so ein bisschen vor uns hin. Finde ich super. Sag mal, wie gut ist das denn bitte hier?
Das ist ja mega gut. Jetzt müssen wir da vorne nur die 4 Falltüren aufmachen. Voll gut. Creeper. Da ist noch ein Creeper. Aufpassen, ne? Upp. Einfach die Treppe runter. Upp. Okay, warte. Muss ja aufpassen hier. Ja, so muss das sein. Einfach runterschubsen. So. Und. Juhu. So. Wir sammeln Fäden. Wir sammeln Fäden. Da hätte ich gar nicht mit gerechnet. Machen wir hier erstmal das fertig. Eigentlich könnten wir hier einfach weiter runterbauen, ne? Für, ja, bis nach unten halt. Machen wir mal, oder? Wir sind gerade hier. Aber nee. Ja, nein, doch, ja. Ja, komm, wir haben Holz dabei. Lass machen. Einfach so gerade hier runter. Schön auf 2 Blöcken stehen, ne, damit man nicht aus Versehen in Lava fällt. Geht doch klar. Exacto Mundo, was ich sagte. Habe ich Kiesstein an der Seite? Da. Ich nehme mich einfach hier. Eindroppen, genau. Okay. Warte, so. So. So und so. Und dann können wir hier einfach. Big Brain. Können wir mich da einfach weitermachen. Lapis, juhu. Wow. So viel Lapis, wie ich finde, brauche ich nicht. Nur mal kurz umgucken hier. Da ist Lapis. Hier ist nichts. Das ist im Übrigen Französisch, ne? Lapis Lazuli. Aber hier rein. Hier ist auch nichts, glaube ich. Nee. Okay, wir können jetzt hier weiter runter, was natürlich ein bisschen... Hier müssten wir auch noch weiter runter, ne? Warte. Zack, zack, zack. So. Nehmt immer genug Holz mit, damit ihr unterwegs einfach mal so eine Werkbank machen könnt und euch neue Spitzhacken machen könnt. Oder Leitern oder was auch immer ihr braucht, um hoch, runter, links, rechts, vorwärts zu kommen. Oh. Okay, warte. In den Chunk dürfen wir rein. Das ist unser Chunk. Das ist unser Minenchunk. Und dann dürfen wir... Ja. Okay, ich muss nur gucken, wie ich hier gerade... Warte. So. Könnte sein, dass ich direkt hier sterbe, aber gut. So. Ja, guck mal, da kommen sie schon. Oh Gott, hier ist was los. Und das Geile ist, ich darf ja nicht abhauen. Ich kann nicht einfach losrennen. Wie viel Eisen da ist und da dürfen wir nicht rein. Wir dürfen da rein, aber nicht da. Oh, guck dir das mal an. Und ich darf da nicht rein. Wir spülen die einfach mal alle weg. Oder auch nicht. Okay, ich hab gesagt, könnt ihr sterben, ne? Okay. Alter, das war knapp. Also das Schild mit Gefahr hat ja nicht gelogen hier unten, ne? Das war ja... Heilige Makrele, war das knapp. So, wir brauchen erstmal, bevor wir da runtergehen, ein Schild. Wir haben ja noch ein Eisen übrig, glaube ich, ne? Und guck, wir dürfen in den Chunk hier rüber. Und in dem Chunk da drüben sind einfach die 5000 Eisen. Es ist so ärgerlich. Das ist so weit da unten, dass wir nicht sehen, wo wir hinklettern. Erstmal hier. Und da. Ich habe eine Fackel hingesetzt. Warum ist das so dunkel? So. Wir haben Schild und Blocke nie. Ich bin so doof. Und jetzt entferne ich erstmal das Wasser. So. Danke. Diamanten und ich darf nicht dran. Ich darf da nicht dran. Das ist doch Schiebung. Das ist. Oh Mann. Ich erwische genau die 2 Felder, wo nichts ist. Ja, ein bisschen Gold, so, ein bisschen Eisen, aber Diamanten.
Ja, erstmal hier Eisen mit. Ja, besser wie nix. Hier ist doch so eine Eisenader, oder? Das ist so viel. Oh, das ist sogar so ein... Guck mal hier. Die sieht man nicht so oft. Hier ist eine Eisenader, ja. Und ich bin halt einfach entweder ganz am Anfang, ganz am Ende, wie auch immer, und darf nicht viel davon mitnehmen. Hier kriegst du locker 60, 70, 100 Eisen zusammen. Juhu! Wir haben einen Roheisenblock. Kann man die eigentlich craften, Roheisenblöcke? Also wenn man genug Eisen zusammen kredenzt? Danke. Heute nicht. Das Spiel weiß schon, was ich sagen würde. Danke, heute nicht. Aber wir könnten hier unten jetzt ganz entspannt... Na, wobei hier eine Monsterfarm machen ist echt schwer, weil hier drumherum, das können wir alles nicht ausleuchten. Alles nix. Wir müssen eine Monsterfarm im Himmel machen. Aber will ich eigentlich nicht, weil das ist super hässlich. Aber hey, geht's gleich weiter. Drei Stück, nice, gleich drei Stück. Juhu, Spitzhacke. Boah, dann können wir die Minen so viel schneller und effizienter machen. Also die Chunks leer räumen quasi. Das Gold nehme ich auch mal mit. Weil wir müssen doch oben an der Oberfläche direkt demonstrieren, dass unser Königreich endlich dem Reichtum verfallen ist. Jetzt sind wir hier unten angekommen. Jetzt könnten wir eigentlich hier ausheben, ne? Oder? Ja. Das war sehr lohnenswert. Wir haben nämlich noch hier eine ganze Ecke von dieser Eisenader mitnehmen können. Und jetzt haben wir 34 Eisen. Das ist mega gut. Und hier in die Richtung könnten wir auch noch buddeln. Aber ehrlich gesagt, mache ich das, glaube ich, später. Also ich lasse mir das so ein bisschen wie so ein Überraschungspaket, weil wir haben nur die zwei Minenabschnitte. Oh, oh, komm. Er ist schon mal da drin, toll. Das ist der falsche. Kommt noch einer? Oh Leute, das Boot sollte eigentlich für ihn hier sein. Was ist denn los mit euch? Warte. Au. Jetzt habe ich das Boot nicht aufgehoben, ne? Weil ich. Oh. Komm, warte. Wo packe ich dich hin? Mir egal. Hier, danke. Super. Au. Oh. Hört doch auf. Eigentlich für Tiere gedacht, ne? So, und dann würde ich den gerne hier reinparken. Den hier. Den. Den müssen wir irgendwo hier. Und dann kriegt er sein eigenes kleines Zuhause. Weil der ist halt echt laut, ne? Komm. Ja, juhu. So, hier darfst du bleiben. Wie der guckt. Okay. Jetzt kann ich hier natürlich erstmal schlecht rein und raus. Nee, wir bauen dem ein neues Zuhause und nächste Nacht zieht er um. Okay? Finde ich okay. Aber ein Ei. Oh, das ist unfassbar. Unfassbar. Das vierte Ei, wo nichts drin ist. Das würde ich aber erstmal gerne wissen. Kann man so? Jo, kann man sich die Blöcke machen. Das ist ganz cool. Ich würde trotzdem erstmal mir eine Rüstung und so machen. Ja, genau, mit Roheisen, Lars. Sehr schlau. Hier, pack mal rein. So, das heißt, wir brauchen jetzt für den Kollegen hier ein Haus. Oder irgendein Ort, wo wir ihn hinpacken können, wo er uns nicht so stört, weil er laut ist. Ich habe gerade überlegt, ob ich ihn ums Wasser packe. Einfach hier mit dem Boot hier so hinstelle. Kleines Dach drüber mache und fertig. Das wäre eigentlich... Ja, lass mal machen, ey. Wäre eigentlich ganz witzig. Also ich glaube, noch müssen wir mit ihm da leben, weil ein Trank der Schwäche, Goldapfel und so, das ist schon noch, wobei wir Gold gefunden haben, aber nicht genug, ne? Oder? Nee, nicht genug, schade. Dann angeln wir erstmal was. Mal gucken, was wir diesmal bekommen. Wir hatten mal gesagt, Angeln ist voll OP. Ich krieg nur Fisch und Tintensäcke, eh. Hier, bitteschön. Machst du erstmal das da. Wir machen uns doch schnell einen Helm. Warte, hier, Essen rein. Schnell einen Helm, dann sind wir komplett. Aber ist ja mal wieder Zeit, Bäume zu fällen, ne? Das macht immer Spaß. Hab ich dich, hab ich dich, hab ich dich,
Hab ich dich, hab ich dich, hab ich dich, hab ich dich. Bleibst du da? Danke. So einfach geht das. Danke. Einfach so mit dem Kopf in die Axt fliegen. Das ist auch immer sehr gesund. Ja, die Farm und das Waldstück und so, das läuft ja, ne? Er braucht ein Zuhause, aber nicht auf dem Platz, den wir haben. Also, weiß ich nicht. Das ist noch zu wenig. Und deswegen würde ich jetzt gerne erstmal hier dieses, nee, ich nenne es mal Hafenstück, ne? So ein bisschen ausbauen. Und dafür nehmen wir einfach mal ein paar verschiedene Stufen und bauen hier mal ein bisschen was hin, ne? Und natürlich müssen wir erstmal Boden rausmachen, ne? Ganz klar. So, und jetzt heißt es easy. Ein paar Stufen. So zum Beispiel. Und dann machen wir hier. Also wirklich einfach mit Stufen auffüllen, ne? Und so ein bisschen abwechseln, damit das Ganze auch ein bisschen Textur bekommt, ein bisschen Muster. Stufe, 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 Stufe. Hier kann man mal so ein bisschen runtergehen. Glaube ich, ne? Weil hier halt auch runtergeht. Ich würde versuchen, die Erde oder den Boden schon so ein bisschen naturbelassen zu halten. Und jetzt, ja, jetzt müssen wir hier die Mauer fertig machen. Und wir müssen auch die Dingens, die Deko ein bisschen machen. Und das ist doch recht simpel, ne? Wenn wir so machen. Und hier noch ein Tor. Mhm. Und dann so. So noch ein Tor. Ja, das finde ich gut. Ja, ist doch okay. Jetzt müssen wir einfach zwei Stühle machen. So, die wir zum Beispiel hier hin machen. So, so und so. Nee. Ah, die sind so groß, ne? Dann wirklich lieber einfach so. Dann kann man sich da hinsetzen. Und dann würde ich zum Beispiel hier oder hier. Hier, ne? So, so. So. Und darauf müsste eine Laterne. Aber wir haben nicht so viel Eisen, dass ich da eine Laterne drauf setze. Deswegen machen wir da jetzt eine Fackel drauf. Ganz einfach. Dann gibt es so einen ganz armen Menschen, der immer Tag und Nacht rumrennen muss, um alle Fackeln an- und auszumachen. So. Genau, da müsste eigentlich eine Laterne drauf. Und dasselbe können wir dann zum Beispiel hier auch nochmal machen. Voll gut. Super einfach, super gut. Jetzt könnte man hier so einen kleinen Stand hinmachen, wo jemand Fisch verkauft oder so. Und da kommen wir an mein größtes Problem mit Minecraft. Es ist einfach zu wenig RPG irgendwie oder Abenteuer. Ich wünschte, ich könnte jetzt hier einfach so einen NPC hinsetzen und sagen, verkauft das und das und quatscht das und das mit mir. Fände ich so gut. Aber gut, es ist halt, wie es ist. Ich kann da nichts dran ändern. Da ist ein Ei. Gib mir das Ei. Danke. Ei, 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 ei. Och Mann. Was ist denn los mit deinen Eiern? Sag mal, sind die Säcke leer? So, und hier hinten würde ich tatsächlich so machen. Und der käme nochmal weg hier, der. Und dann da. So machen. Und dann käme da noch eine Treppe drauf und dann oben auch noch ein bisschen. Wir haben ja gesagt, wir müssen den Turm auch noch ein bisschen schön machen. Also, Treppe. Treppe. Und dann käme hier noch. So, zum Beispiel. Ja, einfach um dem Turm so ein bisschen Tiefe zu geben, ne? Finde ich gut. Wenn wir das jetzt auf der anderen Seite auch noch machen. Und da werden wir einfach die Lagermauer weiterführen in irgendeine andere Mauer. Oh, das wird ein schöner Ort. Gemütlich, aber nice. Kollege, du bist ganz schön anstrengend und laut vor allem. Vor allem laut. Ich würde sagen, für heute haben wir alles geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben die Mine, also ganz runter gemacht. Wir haben das Weizenfeld gemacht. Wir haben den Hafen ein bisschen weiter gebaut. Voll Eisenrüstung mit Diamantspitzhacke. Was will man mehr? Und jetzt bin ich echt gespannt. Ihr müsst mir in die Kommentare schreiben, ob wir den Schrank auch leer machen sollen. Wir könnten wie so einen riesen Graben machen. Oder ich habe andere Ideen, wenn wir den Platz dann haben sollten. Und votet natürlich wieder, wie es weitergehen soll. Freibauen, Tiere oder Ruine. Und ich werde in der nächsten Folge definitiv mir ein Bett besorgen, wegen diesen blöden Phantomen allein schon. Abo, Like nicht vergessen. Ciao mit V.